Hallo zusammen zu meiner allerersten iPad-App-Review-Folge. Ich habe vorher ziemlich viele für den iPod Touch und das iPhone gemacht. Das ist jetzt meine erste mit dem iPad. Ich hoffe, die Kameraqualität geht irgendwie in Ordnung. Ich bin damit noch ein bisschen am Rumspielen. Weil das erste Video ist, möchte ich noch ein paar Sachen zur Videobeschreibung sagen. Und zwar das, was in den runden Klammern steht hinter dem Namen, ist natürlich der Preis. Und was dahinter in den eckigen Klammern steht, ist die Bewertung. Das heißt, 4 ist die Maximalpunktzahl und dann gibt es in diesem Video zum Beispiel 3 von 4, 4 von 4, nur damit ihr das einordnen könnt. Und jetzt will ich auch gleich loslegen. Ich habe nämlich 3 Apps für euch. Und zwar kostet das erste 79 Cent und ist eine Wetter-Applikation und nennt sich Weather HD. Eine Wetter-Applikation ist sozusagen nötig, wenn man sie braucht, weil es ist keine vorinstalliert wie beim iPod Touch oder iPhone. Und ihr seht schon, hier unten ist erstmal Sunny 20 Grad. Man kann auch Fahrenheit einstellen, wenn man das will, braucht man aber nicht unbedingt. Dann kann man noch sieht man noch die Höchsttemperatur hier, dann die niedrigste, die Luftfeuchtigkeit ist das hier, glaube ich, und dann noch den Wind, wie schnell der ist. Und das sind sozusagen die einzigen Anzeigen, die ihr bekommt. Der Rest ist das hier. Dieses wunderbare Video, davon gibt es dann auch verschiedene, das passt sich halt immer an und ihr könnt direkt auf einen Blick sehen, wie es denn ungefähr über euren Himmel aussieht. Es sind natürlich keine Live-Aufnahmen, es sind einfach Videos, die abgespielt werden, aber sie sind hochqualitativ und ihr seht schon eine richtig geile Auflösung, richtig geiles Feeling. Wenn man dann zum Beispiel jetzt noch für Freitag gucken will, dann sieht man schon, aha, wunderbar sonnig. Oder für Samstag haben wir wieder so das gleiche Wetter. Man kann auch zum Beispiel bis Mittwoch könnte ich jetzt vorausschauen. Gucken wir mal, wie es Mittwoch wird. Da sieht man es ein bisschen wolkig, aber sehr, sehr warm. Wenn man dann, man kann auch in den 3-Stunden-Modus gehen. Das heißt 12 Uhr, das wäre jetzt ungefähr. Dann, wie sieht es um 3 Uhr aus? Da ist es ziemlich warm. Um 6 Uhr und um 9 Uhr, da ist es dann wieder dunkler. Ihr könnt verschiedene Städte haben, und zwar hier unten über diesen Button könnt ihr die hinzufügen, hier oben auf das Plus. Ihr könnt auch die eure jetzige Position noch hinzufügen. Wenn ihr dann umherschalten wollt, dann einfach einmal rübersliden und dann seht ihr hier, wie es in Hamburg gerade aussieht mit 18 Grad, auch schon relativ warm. Ja, das ist Weather HD, also wirklich geile Filme. Es ist, ich würde sagen, die schönste Wetterapplikation, die es im Moment eigentlich so gibt. Leider nicht die detailreichste, das heißt, wer so ein Wetterradar haben will oder so, das ist hier in dieser App nicht drin, deswegen auch nicht die Höchstpunktzahl, aber es ist wirklich die schönste und wer einfach so ein bisschen beim Wetter gucken was erleben will, für den sind die 79 Cent auf jeden Fall perfekt angelegt. Jetzt gehen wir zu einer kostenlosen App und kostenlose, die kann man ja sowieso sich immer runterladen, und zwar zu Godfinger, und zwar ist das von Ngimoco, wie man hier gerade sieht, und Wonderland. Und in diesem Spiel müsst ihr euch um eure kleine Welt kümmern, ihr müsst eure Leute bei Laune halten, ihr müsst Geld verdienen. Wenn eure Leute gute Laune haben, dann könnt ihr sie zum Geld verdienen schicken sozusagen. So, und das hier ist eure Welt, ich zoome hier einfach mal raus, das hier ist sozusagen mein Planet. Hier bauen gerade welche von mir ein neues Gebäude. Können wir mal drauf gucken, wie lange das noch dauert, wenn ich es jetzt treffen würde. Okay, ich treffe es gerade nicht. Das hier sind eure Leute. Wenn ihr die anklickt, dann seht ihr einmal, wie gut die denn gerade drauf sind. Wenn die Leiste voll ist, dann sind sie sehr gut drauf. Zum Beispiel die hier lässt gerade den Kopf hängen oder der hier auch. Das heißt, die Leiste ist leer, der möchte hier gerade nichts mehr machen. In diesen Hütten hier oder hier hinten sind auch noch Felder. Da könnt ihr die zum Geldverdienen schicken und dann liegen hier immer diese Goldhaufen, die könnt ihr dann einsammeln. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich die beiden hier nehmen will, hole ich mir einfach den, oder ist ja noch jemand schlecht drauf, zack, tu die hier zu dem Brunnen. Ich könnte die auch in ein Zelt tun, aber das würde zu lange dauern. Zieh mir hier eine Wolke hin, tipp wieder hin und lass es regnen. Wie ihr seht, dieser Brunnen wird durch Regen angetrieben. Wenn ich hier irgendwie meine Götterkräfte nutze, das heißt, ich bin hier sozusagen der Gott auf der Insel, dann wird das hier oben verbraucht. Es wird, Mana wird automatisch generiert, oder wenn ihr Leute um euer Totem laufen lasst, aber der hier hat auch schon keine Lust mehr. Deswegen ziehen wir den hier mal rüber. Ihr bekommt für jede Aktion, die ihr macht, bekommt ihr Punkte.
oder sozusagen XP und ihr seht schon, ich brauche nur noch einen einzigen Punkt, dann bin ich schon wieder ein Level aufgestiegen. Das heißt, wenn ich hier jetzt irgendwas einsammle, dann bin ich hier ein Level aufgestiegen, bin Level 16 und kann euch auch gleich zeigen, was dann passiert. Meistens kommt dann hier irgendwas Neues. Firestorm can burn monsters and other stuff. Cool. So, und jetzt kann ich hier gleich mal drauf drücken. Und habe noch einen neuen hier gekriegt. Ja, das ist sozusagen das ganze Spiel. Ihr haltet eure Leute bei Laune und die verdienen dann für euch in diesen Gebäuden Geld. Hört sich lustig an, ist auch relativ lustig, wird irgendwann zwar langweilig, aber es ist ziemlich cool gemacht, eine schicke Grafik und ja, also es motiviert für eine längere Zeit. Ich habe damit jetzt auch wirklich schon Stunden verbracht. Es war mit das erste Spiel, was ich mir runtergeladen habe und ich spiele es immer noch. Und man kann hier auch noch seine Freunde hinzufügen, wenn man das möchte. Ja, das ist das ganze Spiel. Es ist kostenlos, deswegen würde ich da einfach mal reinschauen. Und wer gerade sein iPad neu hat, der sollte sich das auf jeden Fall einfach mal runterladen. So, und wir kommen zur letzten App und gleichzeitig auch zur teuersten, nämlich 3,99 € für Ascent HD. Aber die sind wirklich perfekt angelegt. Das Spiel hat schon sehr, sehr viel Spaß auf dem iPod gemacht. Und hier macht es noch mehr Spaß, wirklich. Ihr könnt auch noch verschiedene Player hier haben, noch verschiedene Modi auswählen, Survival und Adventure. Ich gehe hier mal auf Adventure, Continue. Und das hier ist sozusagen eure Karte. Jeder dieser Punkte ist ein Level und dann seht ihr schon, wie umfangreich dieses Spiel ist. Da sitzt man auf jeden Fall ziemlich lange dran. Es ist immer so, man muss, am besten zeige ich euch das einfach mal. Das hier ist ein Talisman, so, und ihr müsst jetzt hier, wie in vielen Spielen, immer so mindestens drei zusammenfügen. So, wo haben wir denn nochmal drei? Hier haben wir noch welche. Dann, damit ihr sozusagen das ganze Feld frei machen könnt. Es gibt dann noch verschiedene Aktionen, zum Beispiel hier, wenn ich vier Hammer oder fünf oder noch mehr hinzufüge, dann werden hier ein paar freigehauen. Ihr müsst das ganze Feld sozusagen blau markieren. Manche sind hier noch verschlossen, die müssen dann erst durch Spezialaktionen zum Leben erweckt werden, sozusagen. Und wenn man hier viel mehr als drei oder im Moment hier drei kombiniert, das wechselt mit jedem Level, dann bekommt man noch Blitze und dann wird das hier auch ausgelöst. Dann werden hier mal so zufällig ein paar weggehauen. Und das macht dieses Spiel wirklich so unglaublich dynamisch und so auch den Wiederspielwert, weil die Level sind immer verschieden, es sind immer verschiedene Tücken mit drin. Ihr seht, hier unten läuft die Zeit. Wenn man über die Hälfte sozusagen schon drüber ist am Ende, dann hat man leider keine Goldmedaille, aber dann hat man das Level immer noch geschafft. So. Und wie gesagt, das Ziel des Spiels, also ein Ziel des Spiels, ist es hier erstmal alle alles zu markieren. Aber das ist wirklich gar nicht so leicht, wie es sich anhört, weil man muss hier wirklich so taktisch denken, wie verknüpfe ich die jetzt. Und ja, ihr seht auch schon, meine Stimme wird hier irgendwie immer langsamer, weil ich mich hier wirklich auch konzentrieren muss. Und ihr seht schon, das ist wirklich so richtig wunderbar präsentiert. Schöne Grafik, schönes Gameplay. Ich will euch eigentlich noch was anderes zeigen. Dafür müsste ich dieses Level aber einfach mal schaffen. Wo kann ich denn hier noch was? Ja, ich weiß, dass ich die noch machen muss. Euch wird dann auch angezeigt, wie ihr, so, hier seht ihr es gerade, was ihr denn noch zu tun habt. Das hier noch. So, jetzt kann ich das hier schon mal einlösen. Toll, das hat mir dann auch wieder nichts gebracht. Ja, ich versuche hier das nochmal irgendwie fertig zu kriegen. Auf jeden Fall, wenn ihr dann alles blau markiert habt, kommt hier noch so ein Talisman-Teil reingeflogen. Und das müsst ihr dann versuchen, hier unten rauszukriegen, indem ihr die Sachen darunter immer zerstört oder sozusagen hier auflöst. Ich glaube, ich kriege dieses Level hier heute nicht mehr hin. Es wird auch zusehends schwieriger. So, und jetzt nur noch das da hinten. So, jetzt, da kommt dieses Talisman-Teil angeflogen. Talisman-Teil ist auch wieder so ein Wort. Und dann müsst ihr versuchen, das hier runterzukriegen. So, zack, mein Talisman habe ich. Der ist jetzt auch schon wieder komplett. Das heißt, ich kriege so eine neue Spezialfähigkeit dazu. Zum Beispiel das mit den Hammern, was ich euch gezeigt habe, ist auch so ein Talisman.
So, und der wird mir jetzt hinzugefügt. Die Bilder hier im Hintergrund werden dann noch immer bunt gemacht. So. Connecting four calls of falling stars to aid you. Okay. Und das Level wäre wieder geschafft. Wirklich mega viel Umfang, richtig schön umgesetzt. Wenn ihr nicht mal wollt, könnt ihr das Spiel auch speichern und rausgehen. Das werde ich jetzt auch tun. Ascent HD, wirklich für jeden nur eine Empfehlung, trotz des relativ hohen Preises, aber im Vergleich zu anderen iPad-Spielen ist das sogar noch relativ günstig. Das soll es mit meiner ersten Folge gewesen sein. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Es werden weitere Folgen, also könnt ihr ruhig mal auf den Abonnieren-Button klicken. Klickt auf den Abonnieren-Button, wenn ihr Lust habt. So, und ja, das soll es hiervon gewesen sein. Ich wünsche euch sonst noch ein schönes, verlängertes Wochenende, wenn ihr eins habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.